Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Julia, eure Ex-Grundschullehrerin. Und gestern hatte ich das Video schon mal hochgeladen, aber es war wirklich total zu dunkel, also es sah gespenstisch aus. Deswegen habe ich es jetzt nochmal gemacht. Also nicht wundern, wenn gestern das schon jemand gesehen hat. Heute kommt es nochmal. Und es geht um das Thema Übergriffigkeit in der Kita. Das war auf den Wunsch hin aus der Kita-Freigruppe, also quasi entstanden, und weil ich da das Video zur Übergriffigkeit im Schulalltag gepostet hatte, und da wurde sich ein Video auch zum Thema Kita gewünscht. Und also ich war selber auch in der Kita, im Kindergarten hieß das damals noch, ne? Da gab es ja noch Krippe und Kindergarten, und heute heißt das schön Kita. Und wir haben unser Kind aber nicht in der Kita. Ich denke, wenn ich jetzt so manches erzähle, wird vielleicht klar, warum. Kann ich aber auch noch mal ein extra Video dazu machen. Wenn das jemanden interessiert, schreibt es in die Kommentare. Und genau, also ich habe am Montag mit meiner Tochter, waren wir auf dem Spielplatz, und da habe ich eine Kita-Gruppe beobachten können. Und ja, da ist mir gleich so der erste Punkt quasi aufgefallen, so dieser generelle Dauernöllton, mit dem die Kinder immer, ja, angesprochen werden, zum Teil auch lauter angesprochen werden. Und das ist ja schon auch mal so ein Übergriff, wenn du dauernd diesen Nölen ausgesetzt bist und hier und da, komm mal her, mach mal das, du sollst da aufhören, du sollst das nicht machen, und wir wollen jetzt wieder in die Kita und stellt euch an. Und das ist eigentlich schon mal so ein Übergriff, ne? In das Wohlbefinden des Kindes, würde ich sagen. Und ja, auch relativ grob wurden die Kinder da angefasst und behandelt. Und das ist natürlich auch klar, es sind viele Kinder, und es waren auch kleine Kinder, also so 2 bis 4 Jahre, denke ich. Und ja, das hat mir natürlich total leid getan, und ich hatte auch den Eindruck, dass das bei den Kindern überhaupt nicht mehr, also die waren schon total abgestumpft, das hat die überhaupt nicht mehr interessiert. Das ist auch wie in der Schule, wenn du so eine Klangschale hast oder einen Klangstab, und dann stehst du irgendwann nur noch da und machst so, und das bringt überhaupt nichts. Also sowas würde ich immer nur sparsam einsetzen, Stimme auch nur sparsam einsetzen, dann lieber nonverbale Signale nutzen. Mein Mann hatte da eine schöne Idee mitgebracht aus England. Das war so, also immer so klatschen, und die Kinder müssen dann mitklatschen, und dann irgendwann stehen relativ schnell meistens alle Kinder im Kreis und klatschen und wissen Bescheid, jetzt ist Szenenwechsel sozusagen, und man spart Stimme, und es ist für die Kinder viel, viel mehr Anreiz, irgendwas zu machen, als dieser dauernde Nöllton. Genau. Und dann der nächste Punkt, Eingewöhnung in der Kita ist so ein ganz großes Ding, was ich persönlich am übergriffigsten finde, wenn Eltern weggeschickt werden. Und auch wenn die Kinder weinen, ihnen gesagt wird, das ist in Ordnung, er, sie hört wieder auf, und sie dürfen ihr Kind nicht überbehüten und so weiter. Da wird echt von Kindern gesprochen, die sind 1 Jahr alt, 2 Jahre alt. Was gibt es denn da überzubehüten? Also Leute, lasst euch da nicht wegschicken. Auch nicht, wenn jetzt irgendwelche Hygienekonzepte angeblich wichtiger sind. Lasst euch nicht wegschicken. Wirklich, dann nehmt euer Kind einfach, packt es wieder ein und nehmt es wieder mit und diskutiert zu Hause, findet irgendeine Lösung dafür. Und also das finde ich sehr, sehr übergriffig. Und was ich schon gelesen habe, was ich schon gehört habe, was da zum Teil verlangt wird, und wie die Kinder einfach so traumatisiert werden, einfach weil die Leute da meinen, sie haben Erfahrung. Nee. Ah, das dürft ihr wirklich nicht machen. Lasst euch da nicht euer Bauchgefühl wegschwatzen. Das stimmt immer. Und ihr kennt euer Kind. Und da gibt es auch keinen Experten, der das jemals besser kennen kann. Ja, also das ist schon mal ganz klar. Nächster Punkt, Essen. Essen ist,
Also zweierlei. Einmal die generelle Ernährungsgeschichte, wenn Eltern zum Beispiel möchten, dass das Kind vegetarisch und vegan ist, dann gibt es diese Option bis jetzt noch nicht in vielen Kitas. Und wer weiß, wie rar Kita-Plätze sind, der weiß auch, dass man relativ begrenzt ist in seiner Auswahl und dann eben ja, diese Pluralität und diese Vielfalt in der Bildung und auch eben in den Kita-Plätzen und in der Kita-Landschaft, die ist halt nicht wirklich de facto gegeben, ne? Also, und auch wenn man dann sagt, okay, ich koche selber, ich mache mir die Mühe, darf man nicht, Hygiene. Das ist auch eine Form von Übergriffigkeit für mich, wenn man sein Kind nicht so ernähren kann, wie man das möchte oder tun würde, wenn man denn zu Hause wäre. Ja, und dann noch die andere Sache, Kinder zum Essen zwingen, was wirklich noch gang und gäbe ist, auch an den Schulen, habe ich glaube ich schon in dem Video gesagt. Das ist ganz furchtbar und das ist meist der Grundstein für Essstörungen. Ich kann mich noch erinnern an meine Kindergartenzeit und ich war zum Glück schon älter, ich war nicht mehr ganz so klein und ja, da kann ich mich noch genau an so ein, ist lustig, weil ich es gestern schon mal erzählt habe. Klingt jetzt so, als hätte ich es gerade, also für mich jetzt so, als hätte ich es jetzt schon mal erzählt. Da gab es eine Erzieherin und ich verstehe es total, Nachkriegsgeneration, da waren Kinder am Verhungern und so weiter. Aber das müssen wir jetzt mal ablegen. Wir haben genug Essen, wir schmeißen so viel Essen weg, wir müssen keinem Kind mehr aus irgendwelchem falsch verstandenen Moralempfinden heraus irgendwelches Essen reinzwingen, wenn es satt ist oder wenn es das Essen nicht mag. Fragt euch mal immer, würdet ihr das mit eurem Partner machen? Und meistens sind die Dinge, die wir heute noch nicht gerne essen, die Dinge, die uns damals im Kindergarten reingezwungen worden sind. Ja, und die hatte dann so einen Löffel und da war so Suppe, ne, und Huhn und dann so zitternde Hühnerhaut da dran und ich fand das so super eklig und ich habe das, also das ist so, wenn man eigentlich, wenn der Würgereiz schon da ist, bevor überhaupt das Essen im Mund ist und kein Wunder, dass dann irgendwie irgendwelche Abneigungen entstehen oder vielleicht sogar eben Essstörungen, weil man später, wenn man es dann selber unter Kontrolle hat, dann eben auch sagt, so, jetzt kontrolliere ich es aber auch wirklich, ne? Ja. Ich hatte Glück, ich hatte nur eine Abneigung gegen Grießbrei dann mitgenommen aus der ganzen Sache und Hühnerfleisch, gekochtes, was ich ja besonders eklig finde. Also Fleisch, finde ich, kann manchmal echt eklig schmecken. Ich esse ja auch schon lange, jahrelang kein Fleisch mehr, hatte auch immer mal Phasen, wo ich dann wieder gegessen habe, aber also jetzt schon jahrelang kein Fleisch mehr und auch überwiegend vegan, jetzt auch wieder komplett vegan. Und ich finde es echt, weiß nicht. Dann nicht die Wahl zu haben, zu sagen, mein Kind soll das nicht essen oder selbst wenn ihr Fleisch esst, aber das Kind mag jetzt diese Art Fleisch nicht, dann ja, das ist einfach übergriffig hoch 10. Genau, das nächste wäre Barfußlaufen. Also manche Eltern lassen ihre Kinder barfuß laufen, aus gutem Grund, weil das einfach die beste Variante ist, damit der Fuß sich gesund entwickelt. Und es keineswegs so ist, dass ein festes Fußbett irgendwie einen Vorteil hätte für die Entwicklung eines gesunden Fußes. Ja. Und auch das ist dann aus Sicherheitsgründen in vielen Kitas nicht gern gesehen und nicht erlaubt. Steht auf der Matte, setzt euch ein. Für eure Überzeugung. Ja, und vielleicht überzeugt ihr ja so auch die anderen ein bisschen. Und ja, das ist auch genau dasselbe mit Sonnencreme, Zahnpasta. Wenn ihr gute Gründe habt, dass euer Kind diese Zahnpasta nur nehmen soll, weil er wird ja im Kindergarten auch oft Zähne geputzt, bis der Schmelz ab ist. Und auch Sonnencreme im Sommer drauf geklatscht. Und zwar wahrscheinlich die, die gerade in der Nähe steht. Und ich will jetzt wirklich keinen verurteilen. Und ich weiß, viele geben sich echt Mühe, da auch zu gucken, das Kind hat die, das Kind hat die. Aber ich habe halt auch schon die Geschichten gehört, wo einfach dann die große Packung für alle genommen worden ist. Und Stoffe gehen über die Haut in unserem Blutkreislauf und vor allem super, super schnell über die Schleimhaut, über die Mundschleimhaut. Das ist der zweitschnellste Weg, auf dem wir Stoffe aufnehmen können, über den wir Stoffe aufnehmen können, neben dem Spritzen in die Vene. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, dann
ist auch noch so eine Geschichte mit dem Herdenzwang, dieses Morgenkreis. Wir müssen alle am Morgenkreis teilnehmen. Wenn ein Kind nun aber das nicht möchte, Gemeinschaft kann man nicht erzwingen. Die muss wachsen und es muss dem Kind ein inneres Bedürfnis sein, daran teilzunehmen. Und viele Kinder lieben Morgenkreise, ja. Also ich habe das auch in dem Schulvideo gesagt, dass mir das auch total leid tut, dass ich da auch Kinder quasi rein manipuliert habe, dann an dem Kreis teilzunehmen. Aber ich würde es heute nicht mehr so machen und im Kindergarten natürlich noch weniger, weil die Kinder ja noch einen ganz anderen Bewegungsdrang haben. Und es ist kein unsoziales Kind, wenn es nicht am Morgenkreis teilnehmen will. Überhaupt nicht. Es hat vielleicht einfach gerade keine Lust. Schlechte Stimmung vielleicht von zu Hause mitgebracht. Egal. Ja, einfach respektieren, was die Kinder wollen, damit wir nicht in 20, 30 Jahren wieder so einen Haufen Leute sitzen haben, wie wenn wir uns heute in den Teamsitzungen mal umsehen, wo alle nur die Zeit absitzen und eigentlich ihre Meinung nicht unbedingt sagen. Sowas wird damit meiner Meinung nach angebahnt. Aber das kann jeder anders sehen. Ich bin auch immer offen für Kritik und ich denke halt einfach, es ist nur sinnvoll, im Morgenkreis zu sitzen, wenn derjenige, der da drin sitzt, da auch drin sitzen möchte. Weil sonst wird eher die Abneigung, wie beim Essen auch, wird eher die Abneigung trainiert, als dass man Gefallen daran findet, mit anderen zusammenzusitzen und Erlebnisse auszutauschen. Ja, vorletzter Punkt ist die Pathologisierung von allen möglichen Dingen, die den Erziehern gerade so auffallen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Erzieher auch ihre eigene Vorstellung haben von Erziehung, ihre eigenen Glaubenssätze, ihre eigenen Verhaltensmuster, ihre eigenen ungeheilten Wunden leider immer noch. Vor diesem Hintergrund werden alle Bewertungen, die euch entgegengebracht werden, vorgenommen. Ja, also jeder wertet auf der Grundlage dessen, was er so erfahren hat und was zum Beispiel in seiner Familie als normal gilt oder nicht als normal gilt, was in seiner Familie oder in seinem Umfeld als nervig gilt oder nicht nervig gilt. Und ja, da wird halt echt viel pathologisiert, zum Beispiel was die Sprachentwicklung anbelangt oder was das Verhalten anbelangt. Und es kann manchmal sinnvoll sein und es kann manchmal auch eine Hilfe sein. Aber wenn ihr merkt, ihr sollt in irgendwas reingedrückt werden, was euch gar nicht entspricht und was ihr gar nicht wahrnehmt bei eurem Kind, was vielleicht auch nur im Kindergarten auftritt, dann seid sehr vorsichtig, ob ihr diesen Weg der Panik und der Angst gehen wollt oder ob ihr sagt, wir schauen uns das erstmal an und wir machen jetzt erstmal kein Drama draus. Und ja, also ich finde, wie gesagt, man kann ja mal einen nett gemeinten Hinweis geben, wenn man merkt, oh, da braucht das Kind vielleicht noch ein bisschen Unterstützung. Aber erstens muss da auch nicht immer gleich ein Psychologe ran oder ein Logopäde, sondern da reicht vielleicht manchmal auch ein bisschen Zuwendung. Gerade die Sprache ist ja sehr, ja, ist manchmal auch ein Anzeiger für einfach für so ein bisschen Probleme, emotionale Unbalancen oder ja, solche Dinge. Und das finde ich schlimm, ehrlich gesagt, wie viele Kinder heute schon in so einem zarten Alter schon therapiert werden und therapiert werden. Ich hatte dazu auch schon mal ein Video gemacht zu diesen Experten, zu dem Therapiewahn. Und dann vielleicht noch mit der Maßgabe, ja, sonst schalten wir das Jugendamt ein. Das ist ja eine Keule, die in letzter Zeit immer mehr und immer häufiger geschwungen wird. Auch wenn ein Kind mal müde in die Schule kommt, Herrgott, also ich weiß nicht, was die Lehrer und die Erzieher manchmal haben. Ich meine, wer hatte eine Kindheit, in der er nie mal unausgeschlafen irgendwo war und vielleicht auch mal für eine längere Zeit, gerade wenn Geschwisterchen kommen. Oder eine Baustelle in der Nähe ist und in der Nacht man nicht gut schlafen kann. Ja, es kann ja alle möglichen Gründe haben. Da ist ja nicht immer sofort das Kindeswohl gefährdet. Gut, muss man damit leben, wenn man sich in die Institution reinbegibt. Aber man kann auch wirklich erstmal bleibt einfach ruhig in dem Moment. Ja, bleibt einfach ruhig und überlegt euch erstmal, bevor ihr euch sofort in die Verteidigungsposition begebt,
was hat es mit uns zu tun? Wie könnten wir das vielleicht lösen? Wie könnte ich das vielleicht jetzt der Erzieherin oder der Leiterin transportieren, was jetzt wirklich das Problem ist? Und ja, genau. Und dann als letzten Punkt habe ich noch die Frühsexualisierung, die jetzt auch, da gibt es diverse Handbücher und alles Mögliche, wo den Kindern schon relativ früh beigebracht werden soll. Die Vielfalt, und das ist auch wunderschön. Und ich denke aber, das muss jetzt nicht extra immer thematisiert werden, sondern die Kinder, die, jeder hat ja sein Umfeld. Und da treten gewisse Dinge auf und die sieht man und die kann man auch liebevoll erklären und die kann man auch mal ansprechen. Natürlich kann man das mal ansprechen, aber also was ich so zum Teil mitkriege, geht es dann schon so in die Richtung, ja, und später, dann macht er das mal so und also wo dann schon richtig orientiert wird, bevor das Kind noch überhaupt irgendein Konzept davon im Kopf hat, was Sexualität überhaupt bedeutet. Und es gibt verschiedene Entwicklungsstufen und Kindergarten und diese solche Sachen. Weiß nicht, also für mich fühlt sich's nicht ganz stimmig an. Und ich kenne ganz viele, denen es ähnlich geht. Und dann gibt es ja auch noch diverse Zeitungsartikel über Vorkommnisse mit Original Play und Dinge, die dann auch ganz, ganz merkwürdig wären. Also wo ich sage, pff, dann doch lieber einfach schauen, was kommt von den Kindern und darauf eingehen, anstatt wieder von oben heruntergereicht irgendwelche Vorgaben umzusetzen. Ja, Vielfalt ist super, das ist überhaupt keine Frage und Toleranz ist wichtig und ich bin halt eher der Meinung, man kann das einfach daraus ziehen, was einfach an einen herangetragen wird von den Kindern. Alles andere interessiert die Kinder vom Grundsatz her im Prinzip überhaupt sowieso nicht. Und das gilt eigentlich auch für die Schule. Ja. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass Eltern da ein unbedingtes Mitspracherecht haben und fordert das auch bitte ein bei Elternabenden etc. Ja, also das finde ich ganz wichtig. Und jetzt bin ich mit meinen ganzen Punkten durch und hoffe, dass ich nicht so viel vergessen habe. Und was ich vergessen habe, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal und drückt die Glocke und teilt es gerne. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao.